Hallo, herzlich willkommen in unserer Montessori-Werkstatt. Heute Werkstatt im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben hier Wasserfarben, Buntstifte, Malkreiden, Filzer und auch schon einige Kunstwerke ausgebreitet. Heute geht es um die Kreativität und eine besonders schöne Möglichkeit, für Kinder diese Kreativität auszudrücken und auch zu bewahren, ist das Portfolio. Die Erziehenden unter euch kennen das bestimmt aus der Krippe, aus dem Kinderhaus, Kindergarten oder aus der Grundschule. Die Eltern kennen es vielleicht nicht alle, deshalb ein paar Worte zum Sinn und Zweck eines Portfolios. Nun, das Portfolio ist eine Art Tagebuch des Kindes, in dem Bilder, aber auch Fotos, Aufzeichnungen, Dokumente, Eintrittskarten, was auch immer gesammelt wird, um ein möglichst lebendiges Bild, Erinnerungsbild des Kindergarten- oder Schuljahres zu zeichnen. Es eignen sich sehr gut so große DIN A4 Ordner und da kann man zum Beispiel hier mit diesen Klarsichtfolien arbeiten, in die die Bilder hineingesteckt werden können. Und es gibt sehr viele pädagogische Konzepte zu dem Portfolio, die möchte ich hier nicht alle ausarbeiten, aber ich möchte Ihnen gerne unseren Beitrag zur Portfolioarbeit vorstellen. Das ist folgendes. Wir haben also einen Download im Angebot und das sind insgesamt 16 Seiten. Und der Download besteht vor allem aus großen Rahmen und Themenstellungen, damit das Kind wirklich frei und kreativ damit arbeiten kann. Das Titelblatt, ein schöner Rahmen und hier steht, ich heiße. Klar, also falls die Kinder noch nicht lesen können, dann ist natürlich da die Hilfe des Erziehenden gefragt. Aber ich denke, das ist schon schön, wenn sie sich da mit ihrem Namen eintragen können. Genau. Wir haben hier nochmal eine kleine Einführung in die Portfolioarbeit. Und unsere Blätter eignen sich vor allem für Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren. Das Wichtige ist, das ist nur eine Ergänzung. Das ist also kein vollständiges Konzept, aber es ist eine Ergänzung, wie die Kinder angeregt werden können, die Portfolioarbeit sehr persönlich und sehr individuell zu gestalten. Ich zeige Ihnen das mal. Auf der ersten Seite ist zum Beispiel gefragt, mit diesen Menschen wohne ich zusammen. Und wir haben hier also extra nicht so Mama, Papa, Kind, Kind, weil das ja heutzutage nicht mehr unbedingt so der Fall ist, sondern hier einzelne Bilder. Und hier können die Kinder sowohl Fotos einkleben als auch malen und hier die Namen dazu schreiben. Das ist also einfach wichtig für das Kind, die Identität, die Familie, die Herkunft. Das sind wichtige Dinge im Leben eines Kindes. Und auf den weiteren Portfolios haben wir immer ein Konzept verfolgt, nämlich hier zum Beispiel einen großen Rahmen, mein Lieblingsplatz. Und da kann das Kind seinen Lieblingsplatz wiederum abfotografieren oder malen. Und als Anregung ist hier in Grau und viel kleiner, Sie werden das gar nicht gut sehen können, aber im Original sieht man das ganz gut, ist hier zum Beispiel ein Kind am Fenster und hat Plätzchen und die Katze und die Pflanze und fühlt sich da ganz wohl. Das ist einfach eine Anregung, eine Stimulierung für das Kind, eine Orientierung, was es da tun kann. Mein Lieblingstier. Mein größter Geburtstagswunsch.
so bin ich glücklich. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Seite, die einfach für das pädagogische Konzept sehr wichtig ist, denn das Kind reflektiert und spürt, was ist eigentlich mit mir los? Womit geht es mir gut? Wenn ich was mache, bin ich glücklich. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ganz klein einen Jungen, der auf den Schultern von seinem Papa offenbar reiten darf, Huckepack genommen wird. Und genau das gleiche Glücksgefühl kann ich hier auf meine ganz persönliche Art und Weise eintragen. Und das ist eben das Schöne bei der Portfolioarbeit, sie ist unglaublich individuell. Und das Kind lernt dabei einfach hinzuspüren, was will ich eigentlich. Hier ist es wahrscheinlich einfacher, das Lieblingsessen. Da ist unten eine Pizza gezeichnet. Die Lieblingsfarbe, das ist vielleicht auch einfacher. Meine Hand, mein Fuß, das ist der Kindergartenklassiker oder auch schon in der Krippe, dass also die Hand mit Farbe bemalt wird und auf die Seite geklatscht wird und genauso auch der Fuß. Hier ein Blumenstrauß nach der eigenen Vorstellung gestalten. Es ist auch ganz gut, wenn Sie das vielleicht auf ein bisschen festeres Papier drucken, als ich das jetzt hier habe, weil die Kinder dann auch mit Wasserfarbe arbeiten können und das Papier einfach besser hält. Das tröstet mich, wenn ich traurig bin. Also das finde ich auch einen wichtigen Aspekt bei der Portfolioarbeit, dass nicht nur die Highlights und die Glücksmomente gesammelt werden, weil das Leben nicht nur daraus besteht, sondern auch die Reflexion, das macht mich traurig, das fehlt mir und so weiter. Also das ist einfach, und aber auch dann durch diese schöne Gestaltung mit dem verzierten Herz irgendwo auch gut aufgefangen ist. Und diese Seite ist natürlich auch dafür gedacht, dass sie von den Erziehenden mit begleitet wird. Das kann ich super gut. Hier ist schon ein kleiner Superman. Und da unten ist jetzt ein Junge zum Beispiel, der Roller fährt. Davor habe ich manchmal Angst. Das ist hier so ein kleines Monster. Das ist auf jeden Fall für die Kinder wirklich eine Hilfe, zu reflektieren, wovor sie Angst haben und das auch auszudrücken und das möglichst auch zu kommunizieren. Und das macht mir Mut, das gehört natürlich auch dazu. Da habe ich hier zum Beispiel zwei Kinder, die sich freundlich umarmen. Das ist auch super. Und das letzte ist jetzt nochmal sehr konventionell, das möchte ich einmal werden. Da habe ich hier in meiner Traumwolke unten einen kleinen Koch. Ja, diese Blätter sind als Ergänzung Ihrer persönlichen Portfolioarbeit gedacht. Sie können sehr gut auch zu Hause verwendet werden und sowohl im Prinzip im Kindergarten als in der Schule, also sagen wir mal ungefähr im Alter von 5 bis 7, würde ich sagen, sind diese Portfolioseiten geeignet. Viel Spaß damit!